Man muss sich da befreien von einem Annehmen und Verwerben, zu einem Ergreifen wollen. Im Jinjin Mei, einer der alten wesentlichen Schriften des Zen, da sagt Zen-Meister Sosan, die höchste Wahrheit ist nicht schwierig und sie lässt keine Wahl zwischen zweierlei zu. Wenn man nicht mehr ergreift oder ablehnt, dann offenbart sie sich klar und unendlich. Doch wer nur haarbreit von ihr getrennt bleibt, der ist von ihr geschieden so weit wie der Himmel von der Erde. Wer ihre Offenbarung erleben will, der muss sich befreien von einem Annehmen und Verwerfen. Der Kampf zwischen Annehmen und Verwerfen ist die Krankheit des Geistes. Wenn du auf das Ziel zugehst, entfernst du dich von dem Ziel. Das ist ein wesentlicher Gedanke des Taoismus an sich und somit auch des Zen. Wenn du auf das Ziel zugehst, wenn du es ergreifen willst, sei wie die Jungfrau, die sich an den Waldrand setzt und ausruht, und da kommt das Einhorn und sieht die Jungfrau, geht auf die Jungfrau langsam zu, legt seinen Kopf in ihren Schoß und streichelt das Einhorn. Das ist die richtige Geisteshandlung, wie sie in der christlichen Mystik beschrieben wird. Und sei nicht wie derjenige, der am Waldrand sitzt und denkt, wo bleibt dann das scheiß Einhorn? Ach, wann kommt es dann endlich, ja? Oder wenn irgendetwas sich bewegt, ey, da ist es ja, komm mal her, mein Schatzel. Ja. Oder rennst hinterher, rennst in den Wald, sondern vom Ziel weggehen, um an das Ziel zu gelangen. Das ist der Weg zur Befreiung. Und das heißt, wie es Zen-Meister Nansen sagt, sei weit und offen wie der Himmel. Und du stehst mitten im Tao. Das heißt, werde vollkommen leer, wie ein altes, leeres Weihrauchfass in einem alten, verlassenen Dorftempel. Vollkommen leer. Meister Eckhart gibt hierzu folgendes Gleichnis: Es ist wie mit einem Gefäß. Die lautere Luft, wenn ich jetzt die lautere Luft als Gott verstehe, und das Gefäß ist voll gefüllt mit Wasser, und ich will jetzt, dass die reine lautere Luft sich ergießt in dieses Gefäß, so muss ich das Gefäß ausleeren. Und je mehr ich das Wasser ausleere, desto mehr kann die Luft hinein. Und wenn ich das Gefäß vollkommen ausleere, geht die ganze lautere Luft hinein. Werde leer von allem, was es auch sei. Der Geist ist von strahlender Klarheit erfüllt. Deshalb werft die Dunkelheit deiner alten, toten Begriffe fort. Befrei dich von allem. Dies ist der wahre Weg zur Befreiung. Befreit euch von allem.